einen wunderschönen guten Morgen zum dieswöchigen Market Roundup. Heute in ein bisschen anderer Konstellation neben mir Tom. Hallihallo, hallihallo. Genau. Dustin ist im wohlverdienten Urlaub die nächsten 2 Wochen, deswegen begleiten wir oder moderieren wir den Market Roundup diese und nächste Woche und in 2 Wochen ist Dustin dann wieder dabei. Genau, Aktien Roundup und Aktienwerkstatt, das sind dann Tom und Christoph dabei. Genau, bevor wir, oder lass uns direkt reinstarten in die Aktienindizes, genau, beziehungsweise zum Marktupdate. Genau, starten wir wie immer mit dem DAX, mit dem deutschen Leitindex und da war so ein bisschen das Kernthema der Woche, die Zinsimpulse, die quasi überwiegt haben über die Konjunkturdaten. Wir haben es letzte Woche gesehen, der ZEW Konjunkturerwartungsindex war negativ und diese Woche war es der Einkaufsmanagerindex, der deutlich negativer war und wir sehen hier im Chart eine deutliche Erholung des DAXes. Da oben konsolidiert sich der DAX in Richtung All-Time-High bei 18.600 Punkten und 18.000er Linie. Genau, wir sehen die deutliche Erholung. Wir haben die Widerstände bzw. die Unterstützung des rollierenden Index 50er und 7er. Genau, Tom. Ja, ganz genau. Ganz oben an der Spitze dabei war, Luca hat es ja eben schon gesagt, mit den Auswirkungen, die jetzt demnächst kommen von den nahestehenden Zinssenkungen in den USA. Man wird erwartet natürlich, dass es in Europa auch relativ flott vorangeht. Ganz oben an der Spitze in der letzten Woche Vonovia mit knapp einem Plus von knapp 7%. Auf der anderen Seite hatten wir auch Industriewerte wie BASF, auch knapp 4,5% im Plus. Und Schlusslichter sind dabei aber Bayer gewesen und Rheinmetall. Rheinmetall gab es ja zuletzt so ein bisschen Streit der Ampel um zukünftige Ukraine-Hilfen. Das hat da so ein bisschen die Stimmung gedämpft und so ein bisschen das Wachstum, das zukünftige Wachstum so ein bisschen in Frage gestellt des Konzerns. Genau, wir sehen auch bei den trendfolgenden Indikatoren, aber den MACD und den RSI, dass sie weiterhin negativ sind, genau, was so ein bisschen für einen weiteren Abwärtstrend deuten kann, aber nicht muss. Genau. Wir haben es eben gerade angesprochen, die Entwicklung des Einkaufsmanager-Index wurde vorgelegt. Man sagt mal so, Werte ab 50 sind als positiv zu werten. Alles, was drüber ist und alles, was unter 50 ist, so ein bisschen negativ, beziehungsweise ja, eine negative Entwicklung der Industrie wird dann so ein bisschen vorausgesagt. Genau, wir sehen es hier, das ist der 3. Monat in Folge, wo der Indikator unter der 50er-Linie ist. Genau, was einfach so ein bisschen ja, für den Abschwung der deutschen Wirtschaft oder darauf hindeutet. Genau. Das ist so ein bisschen die Erwartung der Einkaufsmanager, der Konzerne, die hier so ein bisschen zusammengefasst sind. Luca hat das ja eigentlich ganz gut beschrieben. Im Vordergrund des Index stehen halt die Einkaufsmanager tatsächlich, die den Einkauf tätigen, der einzelnen deutschen Unternehmen. Das sind knapp 2000, die in diesem Index zusammengetragen werden. Ja, was so ein bisschen auf die zukünftige Erwartung der Einkaufsmanager oder der Unternehmen am Ende für die zukünftige Zeit so ein bisschen hindeutet. Absolut. Gehen wir weiter zu den US-Märkten und fangen wir dann mit dem breit gefassten S&P an. Genau, was der zentrale Punkt die letzte Woche war das Jackson Hole Meeting, wo quasi über die weite makroökonomische Lage bzw. die Zinspolitik diskutiert wurde und der Jerome Powell, der US-Notenbankchef, durchklingen hat. Es steht noch nicht fest. Wie gesagt, das nächste Fed-Meeting ist im September, wo ein kleiner Zinsschritt oder beziehungsweise ein großer von 25 oder Basispunkten erwartet wird und wir sehen, wie gesagt, die Verbraucherpreisinflation, die ist rückläufig, die Kernrate ist ebenfalls rückläufig. Man sieht so ein bisschen, dass der Schwerpunkt der FED sich gewandelt hat von der quasi Preisstabilität, die mittlerweile erreicht wird. Man geht Richtung dieses 2%-Ziels hin zum Arbeitsmarkt, dass man einen stabilen Arbeitsmarkt hat und dass man das Wirtschaftswachstum ja nicht abdämpft mit den Zinssenkungen. Genau. Genau, quasi, dass man das Wachstum, dass man nicht hinten ansteht am Ende und die Zinsen zu lange oben hält. Man hat das ja zuletzt gesehen, die Arbeitsmarktzahlen waren ja zuletzt so ein bisschen ruppig, das, was ich jetzt zuletzt gesehen hatte aus dem US-Markt. Jackson Hole natürlich dann immer ein interessantes Event, worauf die ganze Welt schaut, worauf natürlich dann auch die anderen Zentralbanken schauen. Absolut. Ganz genau. Top und Flops des S&P 500. Keysight Technologies mit einem Plus von knapp 13% hat einen Earnings-Beat gehabt, das heißt Earnings, die Zahlen, die vorgelegt wurden, haben die Erwartung der Börse geschlagen. Das gleiche bei Target, da gehen wir gleich mal ein bisschen näher drauf ein. Norwegian Cruise Line auch mit einem Plus von knapp 9%. Das Unternehmen hat Neubauten oder geplante Neubauten und Expansionspläne in Europa offengelegt, was der Börse sehr gut gefallen hat. Auf der Flop-Seite haben wir Applied Materials mit einem
minus von 7%. Wir haben Franklin Resources, das ist ein Investment Manager mit knapp 9% im Minus. Und Super Microcomputer, auch ein sehr interessantes Unternehmen, hatten wir uns hier im Aktien-Roundup und in der Aktienwerkstatt auch schon öfter angeschaut, mit minus von 10%. Da steht ja jetzt in Zukunft auch so ein bisschen oder in der nahen Zukunft auch der Aktiensplit an, der nochmal ganz spannend wird. Genau, gehen wir noch einmal auf den Chart ein, weil das auch eine spannende Entwicklung ist. Wir sehen die deutliche Erholung. Hier sehen wir so ein bisschen mit den Rezessionsängsten. Ich habe mal den 5. August eingezeichnet, knapp einen Monat her oder ein halber Monat, wo hier die Kerzen deutlich rot sind, viel Volumen drin war, man hier sich einen Boden gebildet hat und seitdem man hier wieder einen klaren Aufschwung sieht. Genau, zuletzt waren ja auch, wir haben es letzte Woche besprochen, der SAM Indikator, der ja quasi ein Frühindikator ist für eine Rezension, weswegen so ein bisschen auch die Notenbank gezwungen ist, jetzt die Zinsen zu senken, wurde getriggert, weswegen ja einfach diese Zinssenkungsfantasie jetzt nochmal deutlich wahrscheinlicher wurde. Gucken wir auf den Dow Jones, wir befinden uns immer noch im US-Aktienmarkt, das heißt, das Bild ist relativ ähnlich, da auch ebenfalls diese Zinssenkungseuphorie, die der Markt eigentlich schon ein paar Monate vorweggenommen hat, beziehungsweise in letzter Zeit, wurde jetzt einfach bestätigt durch die Rede von Jerome Powell. Und so ein bisschen positive Quartalszahlen haben so ein bisschen auch den Index gestützt und treiben die Erholung weiter an. Wir sehen es hier am grünen Pfad, der hat sich so ein bisschen versteilert, die Steigerung ist hochgegangen. Wie gesagt, deutliche Erholung, wobei man ein bisschen sagen muss, man hat hier eine Unterstützung des 5er und 7er rollierenden Durchschnitts. Genau, und man bewegt sich hier in so einem größeren Seitwärtstrend, aber tendenziell noch mit dem Aufschwung. Wie sieht es da aus mit den Quartalzahlen? Ja, ganz genau. Wir hatten letzte Woche Einzelhandelszahlen, das heißt Home Depot und Walmart sind ganz an der Spitze obendran, beide mit knapp 4% im Plus. Wir hatten aber auch Pharmazie, war auch wieder gefragt. Wir haben bei Johnson & Johnson ein Plus von knapp 3% in der letzten Woche gehabt. Auf der Flop-Seite haben wir Intel gehabt. Intel, täglich grüßt das Murmeltier, denke ich mir fast schon immer bei Intel, so langsam, wie es da schon bergab geht, da haben wir in der letzten Woche minus von 2% gesehen. Bei Boeing, da gab es ja zuletzt Probleme mit dem Starliner, der die ISS-Piloten oder Astronauten sind es dann ja tatsächlich wieder zurück zur Erde bringen sollte und das ganze Programm wird ja jetzt von SpaceX übernommen und tatsächlich gab es jetzt gerade zuletzt auch wieder Probleme mit Flugzeugen, wie man es bei Boeing ja so langsam gewohnt ist. Dementsprechend hat die Aktie in der letzten Woche knapp 3% abgegeben. Alles klar. Blicken wir dann noch einmal auf den volatileren oder zinssensibleren Nasdaq. Den Tech-Wert. Da sieht das Bild ähnlich aus. Wie gesagt, wir befinden uns immer noch in den USA. Wir sehen ebenfalls die deutliche Erholung hier an dieser grünen Linie. Wie gesagt, auch hier die Rezessionsängste, die Anfang oder beziehungsweise letzten Monat so ein bisschen überwogen haben. Wir sehen die roten Kerzen. Es hat sich wie auch hier ein Boden gebildet und dann ist in den letzten beiden Wochen war viel mehr Volumen drin. Das sehen wir schön an den langen Kerzen mit den langen Kerzendochten. Und jetzt ist so ein bisschen Volumen rausgegangen, aber wie gesagt, der Aufwärtstrend ist intakt. Wobei man auch sagen muss, dass die Trendindikatoren MACD und RSI weiterhin negativ sind. Also ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, will ich es mal formulieren. Ja, und ich finde es wirklich ganz interessant, weil man jetzt mal hier die Indizes im Vergleich sieht. Wir sehen hier den tech-lastigen Nasdaq 100, in dem ja wirklich eigentlich alle großen Technologiewerte versammelt sind. Und der ist tatsächlich noch deutlich unter seinem, oder nicht deutlich, aber der ist noch deutlich unter seinem All-Time-High, während wir das beim S&P 500 oder beim Dow gerade schon gesehen haben, dass wir da ja fast schon wieder auf den neuen Hoch sind. In der letzten Woche gute Quartalszahlen und Prognoseanhebung von Workday. Wir haben eine gute Performance gesehen von Warner Bros. Discovery von fast 9% und Take-Two Interactive. Das ist ja das Unternehmen hinter dem Grand Theft Auto-Spiel, der Blockbuster oder das Blockbuster-Spiel, was jetzt in den kommenden Jahren erwartet wird. Performance von 6% in der letzten Woche. Der Softwareanbieter Intuit hat ein Minus von 7% gehabt, genauso Applied Materials und Supermicro Computer auch in diesem Index vertreten, auch wieder wie ebenfalls eben gerade knapp 11% im Minus. Genau, und dann noch zu guter Letzt von den US-Märkten der Russell 2000, wie es schon im Namen steht, 2000 Nebenwerte umfasst der. Da ist man natürlich ganz zinssensibel. Das sind meistens Unternehmen, die klein sind, nicht profitabel sind, natürlich dann besonders stark an dieser ganzen Finanzierungsgeschichte hängen, sprich an den Zinssenkungen.
wir sehen es auch, diese deutliche, seit, ja, schon seit immer, aber besonders hier seit 2022, so eine leichte Untertassenformation auch, die viel Volumen ist da im Markt, wir sehen viel Volatilität. Ich habe jetzt mal hier den 6. November 2023 eingezeichnet, weil da so ja, auch sich wieder ein leichter Boden gebildet hat und seitdem mit immer wieder kleinen Rücksetzern sich ja, ein Aufwärtstrend abzeichnet und wie gesagt, letzten beiden Wochen besonders stark, weil man halt, wie gesagt, auf diese Zinseuphorie der Markt die getragen hat quasi. Ja, genau, das dazu, aber generell, wir sehen es an allen Märkten, ist ja auch nicht verwunderlich, der gleiche Trend mit ein bisschen kleinen Unterschieden. Wie gesagt, Zinssenkung zum Abschluss von den US-Märkten war das Thema der letzten Woche, Jackson Hole. Und damit gehen wir vielleicht schon zu den... Lass uns nach Japan. Lass uns nach Japan. Zum Nikkei. Wie gesagt, der 200 Werte umfassende Nikkei. Da hat man ebenfalls so ein bisschen, man hat immer nach Übersee geschaut, wie sind da die Zinsentwicklungen, wie sind Inflationsraten, weil man zuletzt selbst mit Inflationsraten, mit steigenden Nominallöhnen, was so ein bisschen ja, die Inflationsraten antreibt, zu kämpfen hat. Hier sehen wir so ein bisschen, ja, wie das denn das letzte Woche formuliert hat, immer wieder Bracketbildung, Kurssolidierung. Ja, man hat hier als Unterstützung, wie gesagt, den 50er und 7er rollierenden Durchschnitt und hier besonders viel Volumen. Wir haben es vor zwei Wochen gesehen, der Aktienmarkt in Japan, Black Monday, genau, ist kollabiert, 20%. Man hat sich relativ schnell wieder hoch erholt und begibt sich jetzt so langsam. Man hat relativ starke Unterstützung hier an den beiden unteren gelben Linien, nach oben hin zwei etwas stärkere Widerstände und wir sehen hier die Brackets. Ja, er bewegt sich so langsam Richtung neuen Allzeithochs. Der abschwächende Yen hat dazu jetzt neulich auch beigetragen, dass der Aktienindex positiv gelaufen ist, weil dann die Exportunternehmen bzw. die Handelsumsätze, die im Ausland erzielt werden, beim schwächeren Yen größer sind, beziehungsweise am Ende auch die Gewinne. Genau. Ja, die von Luca angesprochene Erholung sehen wir ganz deutlich auch in den Tops und Flops der vergangenen Woche. Wir haben den Pharmakonzern Sumitomo Danipon im Plus von 27%. Wir haben 7&i, das ist der Mutterkonzern von den 7-Eleven Stores, mit 19%. Da gab es darüber hinaus noch einen kanadischen Handelskonzern, der den Convenience-Riesen schlucken möchte und so ein bisschen sich auch auf dem asiatischen Markt so ein bisschen weiter ausbreiten möchte. Wir haben Mercari Incorporated mit einem Plus von 18%, auch eine E-Commerce-Plattform. Auf der Flop-Seite tatsächlich aber trotzdem noch negative Werte. Wir haben Inpex, ein Ölkonzern, mit minus 6%. Wir haben Tokyo Electron, Semiconductor- und Display-Produktion, minus von 7%. Und Iseantan Mutsukoshi, Entschuldigung für die Aussprache, ein Einzelhandelskonzern aus Japan mit einem Minus von 8% zuletzt. Genau. Blicken wir dann noch einmal ans, ja, chinesische Festland, die chinesischen A-Aktien quasi im Hongkonger Index. Ja, wie gesagt, hier zeichnet sich auch eine leichte Erholung ab. Man sieht es hier schön im fortlaufenden grünen Linie. Der Trend hier, auch der Montag, der 5. August, was so der letzte Kursrücksetzer war und seitdem die letzten vier Handelswochen oder drei Handelswochen, ja, blaue Kerzen nehmen wir da, was für den Aufwärtstrend deutet. Wie gesagt, man hat hier auch relativ starke Unterstützung, einmal den 50er und den 7er rollierenden Durchschnitt. Genau, aber generell auch da Zinssenkung in den USA, feiert die Investorenschaft und genau, das als deutlich positiv. Man muss aber auch sagen, im eigenen Land, bei den Unternehmen sieht es schlecht aus. Zuletzt schlechte Quartalzahlen von einigen größeren Unternehmen, die auch dann quasi ein bisschen den Markt bewegt haben. Genau. Ja, das ist so ein bisschen das, was wir jetzt auch in den vergangenen Monaten gesehen haben. Wir hatten ja die Immobilienwirtschaft, die in China so ein bisschen zusammengebrochen ist. Und wir sehen auch, der Aktienmarkt hat sich in den letzten Jahren, wenn ich mal hier mal ein Stückchen zur Seite gehe, 2021 haben wir da ganz auf der linken Seite, hat sich auch der Aktienmarkt nicht wirklich prächtig entwickelt. Man ist so ein bisschen abgeschottet gewesen. Man hatte ja auch sehr lange mit den Corona-Beschränkungen zu kämpfen. Hat jetzt noch das Problem mit dem zusammenbrechenden oder mit den unter Druck geratenen, will ich es mal eher nennen, Immobilienmarkt. Und das ist natürlich ganz schlecht fürs Konsumklima, da natürlich viel Kapital auch von den Privatpersonen und Privathaushalten in diesen Immobilien gebunden ist. Und
naja, wir kennen das ganze Spiel mit den Immobilienkrisen hier in Europa und in den USA ja auch schon. Trotzdem gab es eine leichte Erholung. Wir haben auch hier Tops und Flops natürlich. Es gab auch hier Gewinner und Verlierer. Wir haben Li Ning, einen führenden Hersteller von Sportartikeln aus China, mit einem Plus von 9% an der Spitze des Hang Sengs in der letzten Woche. Xiaomi Consumer Electronics ist ja, glaube ich, vielen Leuten auch hier in Europa schon ein Begriff. Telefone machen ja theoretisch, glaube ich, von Telefon über Tablets alles Mögliche. Und da haben wir noch den Versicherungsgiganten Aya mit einem Plus von 5%. Auf der negativen Seite haben wir die CSPC Pharmaceutical Group mit einem Minus von 22%. Wir haben auch JD.com, da gab es ja zuletzt die Verkäufe von Walmart, die da natürlich auch so ein bisschen den Aktienkurs gedrückt haben. Gab jetzt zuletzt ein Minus von 12%. Und zuletzt haben wir noch Sino Biopharma, Pharmaziekonzern, auch chinesisch mit einem Minus von 11% in der vergangenen Woche. Genau, das wäre es zum Marktupdate bzw. zu den globalen Märkten. Wir haben es jetzt so ein bisschen zwischendurch gemacht für die einzelnen Indizes. Wir sind auf die einzelnen Werte eingegangen, was den Markt getrieben hat oder eben auch nicht.